Was wir heute wieder schön sehen ist, dass bei euch nicht nur die Jagd gut funktioniert, sondern auch die Lebensraumtragfähigkeit insgesamt gut ist. Es macht sehr viel Winterbegrünungen, das ist ganz ein wesentlicher Punkt. Also es geht ja für uns eigentlich nicht um den Wildstand, es geht darum, dass die neue Baumgeneration gut entwickeln kann. Und da gibt es viele Stellschrauben. Eine Stellschraube ist, wie hoch ist der Wildstand, das liegt in der Verantwortung der Jagd. Aber ganz andere, genauso wichtige Stellschrauben sind die Frage der Lebensraumtragfähigkeit. Und da macht es viel mit den Begrünungen, damit quasi auch Flächen sind, die fürs Rehwild außerhalb dem Wald attraktiv sind. Genauso wichtig ist die Frage vom Waldbau, dass auch Licht am Boden reinkommt, damit es eine entsprechende Vegetation fürs Wild gibt. Genauso sehe ich das auch. Du hast aber die Begrünung auch angesprochen. Ja. Und das ist nur, dass man, nicht nur das, dass man Begrünung sagt, man baut eine Begrünung an, sondern es ist auch ganz wichtig, wie gestaltet die Begrünung. Genau. Mache ich hohe Pflanzen dazu zur Begrünung und genau. Was mache ich im unteren Bereich ein in die Begrünung? Mische ein Klee rein, dann bringe ich das Rehwild von die Schachel vom Wald raus und hat in den hohen Bestand, wo es sich dicker kann drinnen, unten was zum Fressen. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor, weil dann hält es ja in die Begrünung drinnen auf und da hält es dann aber auch da drinnen und ziehst von den Waldflächen, wo sie dann im Winter eigentlich die Tanne trotzdem entwickeln, so jetzt sage ich mal, und kann sie auch entwickeln, weil eben im Wald dann nichts verbeißen. Eine Frostfläche halt geschaffen. Das ist schon super, wenn sie mal solche Trieb haben, da geht es schon dahin. Die haben im Nu in ein paar Jahren aus dem Nest rausgewachsen. Das ist eine Geschichte. Zum absoluten Großteil unverbissene Tannen. Wenn wir da in den Wald einsteigen, das ist eine wunderbare Situation. Also schöner kann sich ein Wald sich nicht verjüngen. Da sieht man natürlich auch, dass es nicht nur auf die Jagd drauf ankommt, sondern auch auf den Waldbau. Die Tanne braucht auch Licht, damit es wachsen kann. Und da hat man schon angefangen, den Bestand aufzulichten, damit die Verjüngung sich entsprechend weiterentwickeln kann und auch nachziehen kann. Der Waldhelfer bei uns ist der Gardemeier Josef. Der ist extrem dahinter bei uns in Eberschwang und lässt einen guten Teil. Ich habe mich seit 30 Jahren mit dem Thema da befasst. Bewirtschaftung. Und wie das System dann installiert worden ist, haben wir schon gesehen, da müssen wir kräftig was verändern. Wir haben da zigtausend Meter Holz rausgeschnitten aus dem Wald. War mühsam, aber es hat Früchte getragen, wie man heute sieht. Ja. Kann man sagen, das kann man sich anschauen. Es ist möglich, dass man es umsetzt. Man muss halt ein bisschen dahinter sein und darf nicht nachlassen. Wir haben uns jetzt 100 Tannen angeschaut, haben also quasi eine Stichprobe erhoben. Von den 100 Tannen waren 91 nicht verbissen, 9 Tannen waren verbissen. Ja, also ein sehr gutes Ergebnis. Ein 1er, die beste Beurteilung, die es in der 1er Stufe gibt. Somit sage ich, gehen wir zum nächsten Punkt und schauen mal, wie es dort ausschaut. Ja, lieber Herbert, wir haben uns jetzt zwei Orte angeschaut, zwei unterschiedliche Orte und haben gesehen, dass das sehr gut funktioniert, die Umsetzung dieser Abschlussplanverordnung, wenn, sage ich jetzt einmal, alle zusammenhelfen. Aber jetzt, ich sage jetzt einmal, im Sinne Nachhaltigkeit, in einem Ausblick in die Zukunft, das Thema Klimawandel, ich glaube, das sind ziemlich große Herausforderungen, die vor uns stehen. Wir haben da heute sicherlich ein sehr gutes Ergebnis gesehen, aber es ist tatsächlich so, wir stehen vor großen Herausforderungen. Klimawandel, die Auswirkungen des Klimawandels werden uns betreffen. Das heißt, es kann sein, dass das in Zukunft noch immer nicht ausreicht, dass wieder nachnivelliert und nachjustiert werden muss. Es ist wieder gefordert, dass gut zusammengearbeitet wird, dass die Jagd einen Beitrag leistet, die Forstwirtschaft einen Beitrag leistet, die Grundeigentümer. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn man es jetzt geschafft hat, wird man auch die Herausforderungen der Zukunft meistern können. Wenn es jetzt zusammenfasst, aus meiner Sicht eine sehr gute Situation draußen im Wald, sehr gute Ergebnisse bei der Beurteilung des Wildeinflusses, sehr gute Erfüllung des Abschlussplans, sogar eine Überfüllung. Forstlich ist somit die Zukunft vom Wald in Eberschwang auf sehr guten Bahnen. Von meiner Seite kann der Abschlussplan in dem Bereich, wo er ist, gut bleiben. Jetzt kommt es darauf an, was die Jagdseiten und die Grundbesitzerseiten aus ihrer Sicht sagt. Grundsätzlich kann man sagen, können wir eigentlich so weiter da, wie wir gehabt haben, mit den 310 Stücke, wie es vom Vorjahr gewesen ist. Und dann sieht man, vielleicht haben sie dann nächstes Jahr dann wieder Flächen oder je nachdem. Aber man kann mit den 2er Flächen da jetzt auch gut leben. Wie schaut es von der Jagdzeit aus? Wir haben es gesehen, da die Situation im Großen und Ganzen wirklich sehr gut passt. Im Abschluss haben wir uns voriges Jahr wirklich wieder sehr bemüht.
ich war dafür, dass man einen Abschuss gleich behält. Da muss dann auch noch wieder weniger Spaß haben, wenn es geht oder wenn man sehen, da der Wildstand das vertragt, werden wir sicher nicht gleich ganz grob bremsen dann. Danke. Also man sieht, das Wildmanagement ist eh schon auf einem ähnlichen Niveau, Jagdleiter und Jagdausschuss und man ist schon sehr ähnlich. Mir ist aber wichtig, dass der Regierung jeder mitgeht und jeder seine Meinung artikuliert. Darum nur die Frage in die Runde an die Jager, an die Grundbesitzer. Hat jemand nur eine Wortmeldung oder eine fachliche Meinung zum Abschuss und zur Situation im Wald draußen? Nein? Wenn das so ist, dann würde ich aus meiner Sicht vorschlagen, wir bleiben beim gleichen Abschussplan. Das heißt, es geht nur mehr um die Verteilung. Ich würde vorschlagen, wir bleiben auch dort bei der alten Verteilung. Das heißt, wir haben ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Ja. Dann sage ich nur danke bei allen, dass ihr euch Zeit genommen habt heute und dabei wart bei der Begehung. Und ersuche euch um eure Unterschrift unter den neuen Abschlussplan. Danke, Sascha. Danke. Super. Danke, dass dieses einmütige Ergebnis hier zustande gekommen ist. Es ist allerdings erst der theoretische Teil der Jagd und der Aufgaben, die wir draußen in der Natur zu erfüllen haben, erledigt. Und ich darf nur mal allen Motivation und Freude bei der Umsetzung des praktischen Teiles jetzt wünschen. Das ganze Jahr, 365 Tage, wird dazu Gelegenheit und aber auch Bedarf geben. Alles Gute, Weidmannsheil der Jägerschaft und den Grundeigentümern viel Freude an der Forstwirtschaft. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir uns alle auf der Super.